Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute gibt es eine Folge YouTuber vs. Zuschauer auf Meinsucht. Und ich habe gerade getwittert, es ist sehr spät in der Nacht. Ich würde sagen, ich suche mir mal einfach jemanden raus, den wir heute nehmen. Oh, hier ist gerade einer abgespielt wie ein Mädchen. Ich glaube, der spielt auf die letzte Folge an, wo wir von einem Mädel besiegt wurden bei YouTuber vs. Zuschauer. Ich glaube, den nehme ich, Leute. Ich move den mal hoch. User was moved to your channel. Ich spiele wie ein Mädchen. Hallo. Ah, hi, hi. Jetzt höre ich dich besser. Ich spiele wie ein Mädchen. Ja, du spielst wie ein Mädchen, Abke. Dan Line. Ja, ich bin der Dan Line. Ich lade dich in die Party ein. Dan Line, hast du schon Rang? Du hast Hero-Rang schon, echt? Ja, ich habe den Hero-Rang, aber der wird auch bald ablaufen. Gut, weißt du was? Lass uns doch ums Upgrade spielen noch 12 Monate nochmal, okay? Um 12 Monate, alles klar. Ja. Gut. Dann, bist du in der Party drin? Dan Line, du bist drin, ne? Ja. Ich geh mal in eine Map rein. Wir machen das so. Oh, du bist auch genickt, ne? Heroes können sich anlegen. Alles klar, läuft. Okay, anleg dich mal bitte, Dan Line. Wir machen das so. Wenn du gewinnst, kriegst du 12 Monate dazu bei Hero-Rang. Und ja. Ich würde sagen, wenn du verlierst, dann wirst du für die restliche Zeit, wo dein Hero-Rang läuft, gebannt. Was hältst du davon? Das ist eine gute Challenge, okay. Wie lange läuft dein Rang noch? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Weißt du, es ist grob? Also so circa eine Woche, zwei... So zwei Wochen so... Zwei Wochen, okay. Ja, zwei Wochen, das heißt, du kriegst quasi zwei Wochen Bann. Ne, wir gucken das nachher nach. Und ansonsten kriegst du halt zwölf Monate Verlängerung dazu. Okay. Okay, alles klar. Machen wir so. Jo, ich bin sicherlich nicht der Erste, der dir sagt, dass ich ein bisschen auf... Oh nein! Oh Gott, ich hab schon wieder keine Blöcke mehr gehabt, oh Gott. Ne, was ist los, Dan Line? Ich hab wieder keine Blöcke. Gott, jetzt bin ich richtig verwirrt. Ich zitter gerade mega. Du hast gesagt, du bist aufgeregt, ne? Ja, sehr. Sag mir mal ganz kurz, wie alt du bist. Dan Line. 15. 15, okay. Und wie heißt du mit Vornamen? Daniel, kann man sich auch denken. Daniel, 15, alles klar. Dan Line, ja, Daniel. Alles klar. Meine Frage an dich, Dan Line oder Daniel. Wir haben jetzt ja schon, Leute, müssen wissen, wir haben gerade 2 Uhr in der Nacht. Aus welchem Grund bist du noch wach? Wow! Oh Gott, okay. Grundsätzlich bin ich aus zwei Gründen wach. Erstmal, logischerweise sind es Ferien. Ja. Und, wow, bro, Alter. Ohne Scheiß, ich fahr gerade einfach immer so fail runter. Aber erzähl ruhig weiter, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Jo, kein Problem. Also erstmal halt... Ach, scheiße. Also erstmal sind Ferien und zweitens, ich wollte gerade eigentlich noch mich mit einem Kumpel verabreden, weil der sollte jetzt gleich erst wiederkommen und wir mussten noch was besprechen. Aber der kommt jetzt leider nicht mehr, deswegen habe ich jetzt ganz spontan entschieden, nochmal wach zu bleiben. Das heißt, um 2 Uhr nachts hattest du noch vor, was mit dem Kumpel zu machen? Ja, der war halt jetzt weg. Alles klar. Von Freitag und... Ja, ich weiß. Ach so. Hey, aber wenn der erst... Oh Gott, du hast dich noch höher gebaut als ich. Das ist ja okay. Alles klar, weiß ich Bescheid. Läuft bei dir. Kannst du One-Stack? Ja, ich kann auch One-Stack. Mach mal One-Stack. Oh Gott, ich glaube, dein One-Stack ist besser als meiner. Ich kann das nur mit Shiften. Ich kann auch Godbridge und Moonwalk, aber ich mach das hier nicht. Oh Gott, oh, ich bin komplett an dir vorbeigeschwungen. War das knapp. Das war richtig knapp. Egal, jetzt habe ich eine Chance, jetzt kann ich dich holen. Gold ist sogar aktiviert. Aber ich komme nicht in die Mitte, wenn wir so spielen. Oh, ich werde gerade die ganze Zeit im Teamspeak angestopft. Warte mal, ich muss da ganz kurz was nachgucken. Stats, Dan Line. Ja, die sind jetzt 238. So 0,08er KD, aber nur, das ist nicht so gut, ne? Ja, so gut sind die jetzt auch. Und ich habe aber auch eine längere Zeit nicht mehr gezockt. Aber eine Sache finde ich sehr interessant. Du hast nämlich unglaublich viele Tja, siehst du? Zerstörte Betten wolltest du, glaube ich, gerade sagen, oder? Du hast 253 zerstörte Betten, aber nur 120 gewonnene Spiele. Spielst du viel so 8x1 oder kannst du genau den Sack das wollte ich gerade auch sagen. Ach so, okay. Oh Gott, Alter, mein Herz, du weißt nicht, wie das gerade klopft. Aber ja, sehr, sehr viel 8x1 grundsätzlich und halt, ich gebe zu, ich war mal komplett... Ja, alles klar, er baut sich halt ultra schnell hoch! Ja, okay, gut, das war gut. Boah, das war gut, dass ich den gehittet habe. Weil, Leute, ohne Scheiß, wenn jemand so schnell bauen kann, ist es echt schwierig, das Bett zu verteidigen. Ich sag mal, Leute wie dich, ne? Du bist einfach besser im Bauen als ich, muss man ganz ehrlich sagen. Du kannst schneller bauen, du bist einfach schneller, weißt du? Dich kann ich nur besiegen, indem ich jetzt mal in die Offensive komme. In der Defensive werde ich sowas von verlieren gegen dich. Oder ich kann gewinnen, wenn ich viel Eisen oder viel Gold habe. Das wäre auch eine Möglichkeit, weil dann sind die Spielregeln bei Bad Wars, glaube ich, komplett verschoben.
dann gelten die, ich sag mal, Gesetzmäßigkeiten aus dem 8x1 Bad Wars eigentlich gar nicht mehr. Das stimmt. Ja, dann komm doch mal hoch zu mir. Ne? Ja, ja, komm doch her. Du gehst, also machen einen Bettentausch, oder was? Jo, können wir gerne machen. Können wir machen? Oder hast du einen Teleporter am Start? Nee, nee. Machst du, spielst du mit sowas mit Teleporter und so, oder ist nicht so deins? Nee, eigentlich nicht, nie. Okay. Also sowas mag ich halt grundsätzlich nicht. Ich hab einen Teleporter. Oh mein Gott, ich bin gerade. Hey, du bist runter. Hä? Du hast mein Bett nicht geholt? Warum hast du das? Warte, jetzt zeig ich dir mal meine One-Stack. Guck mal zu. Ja, warte. Ja, warte, ich lass dir ruhig zeigen, was du kaufen. Leute, ich zeig euch erstmal, wie ich One-Stacken kann, weil ich konnte ja lange nicht One-Stacken. Und Fast Pushen kann ich ja schon einiger Zeit, aber. Warte, oh Gott, das war gar nichts. Warum verkacke ich gerade so, warte? Ja, gut. Also, ist es nicht so der Hammer. Halt so ein Tipp. Entweder du timest das sehr gut oder du. Machst das halt. Oh Gott. Oh nein! Ich sag's doch, die Offensive ist es. Die Offensive ist es. Gehst du jetzt in mein Bett? Such es. Suchst es? Oh mein Gott. Oh, du bist runtergefallen. Ich wurde runtergebackt. Oh alles mein klar. Gott, nein. Das heißt, Dan Lyon, ich muss dich jetzt leider für 2 Wochen, hat mir gesagt, ausschließen, ne? Das ist jetzt nicht passiert. Ich bin jetzt nicht runtergefallen. Oh Gott. Das war ultra knapp. Ich würde aber gerne noch gegen anderen Zuschauer spielen. Ist das okay? Ja, klar, also gut, super. Ist kein Problem, aber ist halt ist ein bisschen bitter. Ich danke dir fürs Dabeisein. Ich werde deine Strafe gleich aktivieren, also die 2 Wochen waren. Wir machen jetzt einen kurzen Schnitt, Leute, und dann geht's zum nächsten Zuschauer. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ja? Jo, ciao, ciao. Hau rein, tschüss. Abke, du landest in Kloschüssel. User was hey. Moved to your channel. Hallo. 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 Hast du Lust auf eine Runde YouTuber versus Zuschauer? Natürlich, natürlich. Und wie heißt du? Ich heiße Kev, also Ingame. Ja. Oder also so heiße ich Justin oder Kev, kannst du mich nennen. Justin oder Kev? Ja, wieso Kev? Justin und Kev passt irgendwie nicht zusammen, ja, oder? Ja, so nennen mich einige. Also, okay. Das ist so ein Spitzname geworden. Okay, wie heißt du denn im Spiel? Ich nenne mich so im Test, okay? Ja, gerne. Aber du bist der Kev, okay. Du hast schon Diamond-Rang, alles klar. Ja. Gut, weißt du was? Ich würde sagen, wir spielen ums Master-Upgrade. Ist das okay für dich? Ja. Gut. Machen wir. Dann gehe ich mal einfach hier, warte mal, welche Karte gehe ich dann in Super Mario? Spielen wir nochmal, okay? Und ich bin auch genickt, sorry. Ich würde sagen, wir spielen ums Master-Upgrade. Wenn du verlierst, bannen wir dich für 2 Wochen, okay? Ja, ja, das passt. Super. Dann müsste ich das noch spielen. Und du musst mir jetzt mal eine Frage beantworten, Kev. Oder Justin. Ich nenne dich Kev, das ist, glaube ich, einfacher. Ja. Ja, kannst du ruhig. Kev, aus welchem Grund bist du um 1.56 Uhr aktuell noch wach? Aus einem ganz einfachen Grund. Es sind Ferien. Ich war jetzt krank und konnte da die Nächte nicht schlafen und dann ist mein Schlafrhythmus halt ein bisschen im. Okay. Weiß ich nicht, was gewesen und ja. Und jetzt. Ja. Gleich immer um diese Uhrzeit wach, so. Oh, schon wieder dasselbe. Ja, das heißt, du warst einfach krank jetzt, oder? Die Tage? Yep. Ah, okay. Aber wie alt bist du? Wieder. Ich bin 16. 16? Ja, krass, weil ich habe da vorhin jemanden gespielt, der war 15. Mhm. Und man merkt auch richtig, desto später es wird, desto weniger jüngere Leute sind halt online. Aber ist ja auch klar, weil ich denke mal, die meisten, die noch ein bisschen jünger sind, die kommen halt nicht um 2 Uhr nachts online. Das sind nur wenige, glaube ich, online, die, sag mal, 11 oder so sind. Mhm. Ich nehme auch in der Regel nicht so spät abends auf, Leute. In der Regel twitter ich nämlich einfach, hey, ich nehme jetzt auf. Und das ist in der Regel so, ich sag mal, irgendwo zwischen 6 und 8 Uhr, Leute. Also so spät ist es eigentlich nicht. Ja. Das stimmt. Hast du es auf Twitter gelesen, dass es jetzt gerade stattfindet? Achso, auf Twitter, okay. Ja, cool. Ja. Cool, cool. Ja, ich habe das als Push-Benachrichtigung immer, dann kriege ich das immer direkt mit. Alles klar. Mir läuft es eigentlich ganz gut gerade. Ja, ja, ja. Was? Den mal ja dann. Bist du gut? Oh, warte. Oh, ich war fast gesprungen. Ich guck mal, du kannst auch schon wieder One-Stack. Ich glaube, du kannst sogar einen besseren One-Stack als ich. Du bist 5.000... Du hast jetzt 3,17er KD. Ja gut, das ist interessant. Ja, ich hab ziemlich reingeschwitzt. Kannst ja mal Stats All machen. Was hast du denn bei Stats All? Man müsste... Bei Stats All 612. 61... Hackst du? Ist mal ohne Scheiß? Nein. Du hast 6er KD? Ich hab immer auf Revi gespielt. Was? Auf Revi sind... Du hast eine 6er KD in Bad Wars? Alles klar. Von Revi kommen richtig viele gute Spieler. Auch eine Menge Spieler kommen, glaube ich, gerade von Revi rüber zu uns. Aber du hast schon recht. Auf Mainsucht sind natürlich viele, die sag mal, noch neu sind bei Bad Wars und so. Hier, ich glaube, Porsche und so weiter kommen ja auch alle von Revi, ne?
Ja. Ursprünglich. Ja. Krass, krass. Na gut, dann werde ich jetzt mal einen Rewe-Schwitzer abziehen. Ne? Oh, weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Guck mal, soll ich dir was zeigen, Kev? Ich zeig dir mal einen Trick, ja? Hau raus. Okay, pass auf. Mach das. Nein, der hat mich noch erwischt! Oh Gott! Ah, du kleiner Schlingel. Das war knapp, sag ich dir. Das war knapp. Da hast du früh reagiert, sonst wäre ich durchgekommen. Ah, ich hab Standbild. Soll ich kurz warten? Abkacken. Bitte nicht abkacken. Oh, schmeiß ich ab, oder? Es geht wieder? Okay. Ja, ich bin auch runtergefallen. Du musst Bescheid sagen, falls irgendwas bei dem Mega hängt oder so, dann machen wir natürlich eine kurze Pause. Das Problem ist, ich glaube, du bist mal wieder du kannst besser bauen als ich, weißt du? Und das in der Defensive jemanden zu verteidigen, der gut bauen kann, ist nicht so leicht. Das ist schwieriger, ja. Ja, weil du kannst dich einfach drüber über mich bauen mit deinem One-Stack oder so. Da habe ich dann nicht mehr so viel Chancen. Wo bist du denn gerade? Ich bin bei dir. Bei mir? Ne, bist du nicht. Erzähl mir keinen Scheiß. Doch, doch. Lüg mich nicht an hier. Nein. Du machst das selber, was ich immer mache, ne? Versuch's das gar nicht. Ich bin der Meister in sowas. Ich bin übrigens bei dir gerade. Ja, ja, ich seh's. Ja. Ja, jetzt baust du dich weg, ne? Mhm. Ja, komm doch her. Hat man eigentlich meine Tastatur? Weiß ich nicht. Nein, das war klar. Warum habe ich damit nicht gerechnet? Warum habe ich das nicht bedacht? Ist doch normal, dass du mit einer Angel spielst. Gut, das war schon mal nix. Oh mein Gott. Damit hätte ich rechnen müssen. Du bist nämlich ein besserer Spieler. Das war klar, dass du dich sogar noch rettest dabei. Ah, Mist. Oh, da gibt es jetzt eine Alternative. Hast du vor, eigentlich mich anzugreifen oder nicht? Nee. Ich gehe jetzt nach Hause und esse meinen Kuchen und. Okay, das heißt, du bist jetzt aggressiver? Ja. Immer. Da habe ich ein bisschen Sorgen für, wenn du jetzt aggressiv. Oh, du kommst schon. Ach Gott. Alles klar. Hast du gar nicht gesehen, dass ich drin war, oder was? Nein. Komm mal her. Machen wir. Glaube ich. Dann komm mal her. Auch leider, ich mag es nicht, wenn man so von unten hochguckt. Das ist sonst immer bei mir bei anderen Gegnern so. Ja! Hatte ich aber gar nicht mitgerechnet jetzt. Kev. Na, spring doch. Nee. Geh aufs Bett. Da lege ich mich gleich rein. So einfach wird das ja auch wieder nicht. Hör doch auf! Wovor hast du denn so Angst, Kev? Weiß ich nicht. Das Bessere ist egal. Oh, baut sich da jemand weg? Nein! Als wenn du dich gerettet hast. Scheiße, jetzt hab ich ein Problem. Jetzt hab ich ein richtiges Problem. Oh Gott. Ja, komm doch! Nee. Aber ich mach nicht diesen, den mach ich doch sonst immer. Ah, deswegen, ja. Wer nicht will, muss fühlen. Nee! Ah! Ich hab so viel Fallschaden genommen. Ja, spring. Nee. Doch, komm her. Jetzt machst du wieder diesen. Ich hab keinen. Oh Gott. Jetzt haut er schon wieder ab. Jetzt stirb! Oh mein Gott, du hast keine Rüstung, ne? Das ist das Gute. Ach, ohne Scheiß. Du bist so ein Langweiler. Komm noch runter da jetzt. Nee. Das ist doch nicht mehr normal, was du spielst. Nein. Ach, zum Glück. Ich hatte nicht mehr viel Herzen. Ich hatte 3,5 Herzen oder so, aber ich glaube, der Fallschaden hat dich gerade ziemlich auseinandergenommen. Ich hatte keine Rüstung, wie gesagt. Naja, Rüstung ist gar nicht so unwichtig, wenn man ein bisschen länger spielt, weißt du, wenn man Eisen im Spiel ist und so. Ja, ich spiele fast immer so. Ich spiele eigentlich auch nicht so gerne mit Rüstung, weißt du, aber manchmal ist das auch ganz. Wow! Oh Gott, ich hatte so viele Sachen und bin fast runtergefallen. Alles klar. So. Ach, die liegen da. Was machst du denn gerade? Ach, gar nichts, nicht. Nichts? Nee. Also mal eine ganz kurze Umfrage. Schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr, wer wird gewinnen? Werd ich das machen oder wird Kev das machen? Einfach mal so aus Interesse, was denkt ihr? Schreibt es jetzt rein. Bin sehr gespannt, wie das was die Leute so schreiben. Hm.
bist du denn gerade, Kev? Was tust du denn gerade so? Ich... Ach, hier bist du, okay. Hallo? Ich stehe hier. Och nee, jetzt bau dich doch nicht wieder hoch. Oh, mach ich doch gar nicht. Lukas, du hast noch eine Angel dabei und machst irgendwie so einen Scheiß mit mir. Ja, ich und eine Angel. Mhm. Ich hab keine Angel. Nee, nee. Hast du nicht? Ja, Fall, ich. Fall. Nein. Doch, los. Hab ich gerade leider keine Zeit zu, tut mir leid. Na gut, wenn du, wie du meinst. Ja! Nee! Oh, ich habe keine Blöcke mehr. Warum bauen wir uns jetzt so hoch, Kev? Nein! Ja, bitte, bitte! Nein, du bist nicht weit genug gefallen, ne? Wie? Wie zum Fick geht da? Wie hat das denn bitte geklappt? Ich hatte anderthalb Herzen und bin runtergesprungen. Warum willst du denn keinen Bettentausch machen? Was sträubt dich da so gegen? Nein, das mag ich nicht so. Das magst du nicht so? Nee, dann... Du bist der sichere Spieler, ne? Dann mache ich immer viel, dann mache ich immer Fehler, ja. Ja, okay, okay. Nein, hier geht's tief runter, das können wir nicht machen. Nee, das lassen wir mal sein. Ja, es hat geklappt. Oh mein Gott. Hä? Als wenn du jetzt Nein. immer noch nicht aufs Bett gehst. Oh mein Gott. Oh, das... Hä? Was? Wie? Wie ist das jetzt passiert, Leute? Wie? Oh mein Gott. Kev, an der Stelle, GG, du hast dir den Masterrang auf jeden Fall verdient. Leute, ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Alle, die geschrieben haben, Abge ist der Gewinner. Ihr habt euch getäuscht. Tut mir leid, ich hab grad... Oh, das war so dumm, ohne Scheiß. Das war so dumm. Leute, ohne Scheiß. Wenn ich mehr davon machen soll, gebt doch einen Daumen nach oben. Kev, herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ich glaube, das hast du dir fair erwonnen, auch wenn es echt gerade peinlich war, wie ich gestorben bin. Habt noch einen schönen Tag, Leute. Haut rein, gebt den Daumen nach oben. Bis dann und tschüss.